Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Play 6D. Hallo. Dem Tiger Farm und dem Leon als LU. Hallo und natürlich Hallo. Jo, servus. So, jetzt Ja. Heute. Was bist du denn dabei? Seit gestern. Ah ja, so. Stimmt, gestern habe ich auch schon mal gesagt. Heute aber also, mit. Was bist du denn dabei? Vorgestern. Heute aber mit zwei LU-Lern. Das heißt, wir können gleich mal richtig wieder ranstarten, weil die letzten Folgen waren da leider etwas dünn besetzt. Dünn. So. Mikado, du hattest gesagt, du hast schon eine Aufgabe. Dann würde ich einfach sagen. Lass mir den Vortritt. Ich lass dir den Vortritt, ja. Gut, dann zieh ich mal runter. Danke. Also, wir haben gestern uns den LKW gekauft, den Tatra. Einladen ist ein bisschen schwierig, aber wir können damit verdammt schnell unterwegs sein. Und dadurch werden wir noch ein bisschen einen Vorteil kriegen. Oh, die Silage ist weiter am Steigen. Das ist nice. Wir sind außerdem noch dabei, das Feld oben abzuernten. Von mir der Gerste. Und so. Genau. So, jetzt so ist das. Jetzt ich. Ich würde darum bitten, dass derjenige, der. Ich winke. Hallo. Hallo. Ich bin gerade irritiert. Irritiert? Warum? Moment. Dass sie sich einfach darum kümmern, dass oben der Drescher immer rechtzeitig abgetankt wird und das Stroh abgefahren. Aber das funktioniert ja gerade gar nicht. Sie haben nicht zufällig noch einen Ladewagen? Wir benutzen ja mal. Nee, dann kümmern sie sich einfach mal darum, dass oben der Drescher immer abgetankt wird. Cool. Auf Feld 1, danach umsetzen auf Feld 7 zur Ernte. Jo. Okay, gut. Und dann. Ja, einfach das mal. Oder. Genau, und wenn Feld 1. Ja, genau so. Okay. Und das wär's. Jo. Gut, danke. Sie müssen dann nur immer wieder den Helfer einstellen, wenn ich. Weil der stand jetzt schon wieder. Mit dem Rohr in der Bruch. Ja, können Sie den danach nicht ansetzen? Ich glaube, dann kommt die Meldung, dass das nicht mein Feld ist. Ja, dann geben Sie einfach kurz schriftlich Bescheid. Jo. Ich hole mir gerade. Oder wollen wir wieder getrennt? Nee, schicken Sie mich einfach wieder runter. Okay, dann bis später. Danke. Hallo. So, Techchen. So, ich hoffe, Sie sind nicht so erfolgreich wie ich. Was? Ich hoffe, Sie sind nicht so erfolgreich wie ich. Ich muss sogar wieder lauter schalten. Ich glaube, dann haben Sie meinen Traktor wieder, ne? Ja, den höre ich so schon. Na, warte, dann schalte ich das noch ein bisschen. Fahrzeug. Also, soundtechnisch müssen Sie noch ein bisschen nachrüsten. Irgendwie. So, wie ist jetzt? 1, 2, Test! Ja, manchmal höre ich noch was. Passt schon. Ach, oh nein. Ich hänge. Ach, jetzt sollte es gehen. So. Oh, das ging ja schnell. Ui. Es wächst. Ja. Sie wissen nicht, was wächst, oder? Ach, das kann nichts Gutes sein. Doch. Das ist sehr gut. Verdammt. Ja, wieso ist das gut? Nee, das ist nicht gut, was bei mir hier gerade los ist. Ach so, bei wieder. Also das Gefährt hier ist schon gut, aber so ein bisschen problematisch ist es manchmal auch. Sie wissen ja, ich habe mir gestern was Neues geleistet. Ja. Hab schon gehört irgendwie. Ja? Oh
Ich stecke hier gerade fest. Ja, ich bin losgekommen. Wir hatten da gepetzt, Was gepetzt? dass sie gehört haben, dass ich was Neues gekauft habe. Herr Verona? Ja, bitte. Jetzt? Wäre es soweit? Wir hätten ein kleines Problem hier, Silos. Was, mein Silo ist voll? Das ist aber ungeschickt. Das sage ich immer. Moment, Das ich. Kumpel, der sagt das immer. Ja, stimmt, da gehen ja bloß 100.000 rein. Das sind schon 100.000 drin. Wie viel müssen wir reinmachen? 250 brauchen wir, Sie haben echt schon 100.000 davon. gell? Das sieht so aus. Vielleicht Silo-Erweiterung kaufen. Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Kosten 99.000. Ja, aber davon brauche ich ja zwei, um das Ziel zu erreichen. Dich. Okay. Das ist aber mehr als ungeschickt. Ja. Was Okay. sagen Sie das Richtige? Okay, dann müsste man das kurz ein bisschen zwischenlagern. Auf Oder? dem Hof? Nee, Moment. Ich schaffe eine Möglichkeit. Moment. Okay. Danke für die Info. Geben Sie mir dann Bescheid, wo? Das werden Sie dann sehen. In der WhatsApp-Gruppe? Nee, einfach auf dem Hof. Einfach auf dem Hof? Also ich zeige Ihnen dann. Sie sehen gleich, was da neu erscheint. Okay. Gut, dann gehe ich wieder hoch. Jo, danke. Bin wieder da. So. Ah, das habe ich jetzt aber nicht so geplant gehabt. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Immer wieder mal was Neues. Hä, wo bin ich denn? Hä? Moment. Ah, hier. So, dann machen wir eh das eben ganz einfach. So. So, okay. Hemikado. Was? Geht der CB-Funk an. Wie war das? Es Sag piepst. mal, wieso habt ihr euch alle Hans-Peter und so? Das hängt schon mit. Ich heiße hier Volker Varuna, deshalb die Frage von Roll. Mikado. Das hängt schon mit dem RP-Projekt zusammen. Also, es sind schon die Namen fürs RP-Projekt. Wie heiße ich denn? Na, das können Sie sich noch aussuchen. Sie müssen sich Okay. übrigens, ich gucke mal gerade auf den Zettel von dem anderen Projekt, Kuschel, Baum ausgewichen. Sehr professionell. Sie müssen sich übrigens noch einen Berufsstand aussuchen. Ja. Und Das machen natürlich. wir mal alles nach der Folge. In der Folge gibt es zu viele Informationen. Ja, das stimmt, das ist zu viel. Berufsstand. Zum einen und zum anderen. Ein Hof ist, glaube ich, noch frei in dem Sinne. Und natürlich ihren Namen dann. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich da. Ich weiß nicht, ob die Anschaffung wirklich notwendig war, aber gerade habe ich geschaut. Man weiß es nie, man weiß Ja, man weiß es nie, aber es ist notwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem die Geschwindigkeit schlägt halt im Moment alles. Dun, 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 dun.
Wir müssen nämlich, also ich muss, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, Geld verdienen. Ja, ich gehe mal kurz zum LU. Ja, machen Sie das. Klopf, klopf. Ja, ich bin alleine. Ah, können Sie an den anderen weitergeben, wenn er zurück ist, dass er vielleicht noch um die Felder rum das Gras mäht? Das kann ich Ihnen ausrichten. Dankeschön. Ja, ich bin müde. Das merkt man. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So. Warum hat denn der hier? Der hängt da immer fest in der Baby. Silage. Danke. Habe ich schon beinahe wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Der Ladewagen hat zickt immer rum beim Silage aufsammeln. Aber das darf er nicht. Der Fuzzi da hängt voll in der Silage drin, aber das sammelt nichts auf. Also der, wie heißt denn das Teil da unten? Pickup. Ja, genau. Der hängt voll in der Silage, aber er sammelt nichts auf. Tja, vielleicht hat er gerade einfach keinen Lust. Ich dachte, das ist immer bei Ihren Maschinen so. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwas gegen meine Maschinen? Nee. Die arbeiten ja Haben Sie was zuverlässig. Kritisches? Die arbeiten ja zuverlässig für mich. Ah, hallo? Maschinen, ich werde euch nie wieder benutzen. Komm schon, gib Gas. Und Ihre Maschinen arbeiten für mich, oder wie? Manchmal habe ich das Gefühl. Ja, die werden von mir bezahlt dafür. Das müssen Sie wissen. Das ist Sauerei. Ich bezahle für die Maschinen und dann muss ich noch mal, bezahlen die Maschinen noch mal. Ach, egal. Das war zu dann viel. bezahle ich die Maschinen nochmal dafür. Ja. Glaube ich. So, eigentlich dachte ich, dass der LKW hier gut wäre. Für diese Arbeit, aber. Wir haben einen LKW gekauft. Oh, Ach, stimmt, den MAN, gell? hab ich das jetzt verraten? Nee, ich wusste es sowieso schon. Von dem lieben Herr Tiger. Wir haben den MAN TGS 18 gekauft, gell? Mindestens, ja. Und wie gut er sich so, wie schlägt er sich. Könnte besser sein. Klingt ja sehr gut. Klingt ja sehr gut. Ja. Jetzt komm doch mal, gib noch ein Stückchen Gas hier. Ja, komm. Okay. So, jetzt muss ich hier nur noch runterkommen. Ich werde schon wieder müde hier. Verdammt. Nein. Ach Mensch. Alter, ich glaube, ich muss hier jemanden abstellen, der mich rettet. Das hört sich jetzt aber nicht gerade sehr gut an. Nee, ist es auch nicht. Naja. Also für mich ist es nicht gut. Wollte gerade sagen, ist halt die Frage, von welcher ich. Gut. Mensch, Mensch, Also Mensch. auf der Karte sieht es echt so aus, als würde Leon gar nichts machen. Das ist so lustig. Bei Feldfrüchte. Da sieht es so aus, als würde er bei Feld 20 überhaupt nichts machen, ne? Schon irgendwie lustig. Ja, so ist gut, komm. Gut, 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 gut. Abgesoffen. Das Ding hier. Ich verstehe auch nicht, weshalb der Anhänger die ganze Zeit in die falsche Richtung einlenkt.
Mensch. Hallo, links vor rechts hier. Ne, warte mal. Hier heißt das rechts vor links oder links vor rechts? Nee, rechts vor links. Mhm. Mister, hätte der ja Vorfahrt gehabt. Ach, egal. Links vor rechts, rechts. Ich hab Vorfahrt und das war's. Echt so. So, okay. Dann ich war schneller als er. Ey, schon wieder festgefahren. Ey. Geh mal weg da. Kann aber auch nicht sein. Nee, das ist ärgerlich, immer dieses Festfahren. So, dann muss ich hier mal ganz schnell nochmal zurückfahren. Und dann sind wir auch schon gleich wieder am Ende der Folge angelangt. Geht aber auch immer alles so schnell. Ja. Und wie lange brauchen Sie noch für Ihre aktuelle Aufgabe? Ja, ich bin schon fertig. Okay. Würde ich mir noch kurz die Zeit nehmen, denn wenn es klappt, den Ladewagen zu evakuieren? Das ist aber nicht gut, das ist gegen die Regeln. Wer sagt das? Nein, mach nicht. Sie arbeiten nicht in der Zwischenzeit. Was hast du gerade gemacht? Hast du gerade irgendwas gemacht, was Schönes? Ich? Ja, bei mir hat es gerade voll gehangen, ich habe mich teleportiert. Ja, ich hatte einen ganz kurzen Lag. Aber eigentlich... Bei mir, ich war bei der Mühle gerade noch und dann auf einmal, ich habe einfach nur noch auf W gedrückt und auf einmal war ich beim Sägewerk. Ich. Das heißt, sie haben gecheatet. Nein. Das war gehackt, wenn dann. Ich hab nicht. Cheaten ist ja, wenn man sich etwas dazu erfasst. Wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ganz viel Geld holen würde. Aber Hacken ist, wenn man dann etwas macht, was eigentlich im normalen Spiel gar nicht geht. Ja. Gute Definition. Verstehst du den Unterschied? Gerade so, ja. Hab ich ja gut erklärt, oder? Ey, das gibt's nicht. Was ist denn los mit dem Kackteil? Nee, das dürfen sie nicht sagen. Gut. Ja, jetzt ist das Gerät beleidigt. Jetzt macht das überhaupt nicht. Entschuldigung. Müssen auch mal nett mit ihren Geräten umgehen. Ja, das hilft auch nichts. Gucken Sie mal. Lieber Ladewagen, bitte beweg dich jetzt für den lieben Herr Baron. Okay? Haben wir uns da verstanden? Siehst du? Ja, siehst aber du? Jetzt hängt er hinten an der Mauer. Fährst du ein bisschen weiter vor? Ja, wie denn? Ach, weißt du was? Ich bin so. Komm, ich fahr jetzt mal zu dir. Ne, wenn ich da bin und du es dann schon erledigt hast, dann gibt's Ärger. Ja, dann. Es könnte passieren. Ne, da ist ein Silageberg, ja. Da kriege ich ihn nicht drüber, glaube ich. Ich bin schon auf dem Weg. Dauert nicht mehr lang. Der hängt so übel auf der Silage. Okay, bleiben Sie stehen, ich hab's geschafft. Das ist nicht dein Ernst. Doch. So. Gut. Du bist doch immer so nett. Moment. So, dann gehen wir mal gerade zu den anderen. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Jetzt hat schon. Kommen Sie raus. Ups. Kommen Sie da bloß raus. Was? Ja, ich bin schon mal aus dem Haus raus. So, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles wie immer. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Ciao.